Hallo Freunde, willkommen zurück. Hallo. Wir haben endlich mal einen Bienenstock gefunden. Wie lange sind wir rumgeflogen? Oh, 2 Stunden? Ja, eine. Eine gute Stunde. Und jetzt aber einen Bienenstock gefunden. Und zwar da vorne. Ich habe schon den Weg frei gemacht, weil es war alles voll Stein. Und dadurch, dass sie am Boden sind. Oh, das wird aber ein paar Schüsse kosten. Aber ich bin scheinbar weit genug. Es kommt keine. Ich sehe ich da oben auf dem Felsen und beobachte das Geschehen. Ja, dass bei dir nichts rankommt. Wenn ich es gut sehen kann, dann wo die Biene hin abhaut. Ja. Welche Richtung? Wichtig für die Biene ist die Stinkepaste. Tausend Leben musst du runterschießen, ne? Oder waren das Ja. drei? Fünf. 5. Die Ja, Hälfte ist Hälfte. unten. Die letzte, die ich runtergeholt habe, die Flint hat um die 1200 Schaden gemacht. Das waren Ja, gerade das mal war mal noch vier. eine andere. Das waren gerade mal 4 Schüsse. Weißt du noch, dass mit in einem Bienenstock zwei Stück, zwei Königin drin waren? Ja. Das ist auch mega selten. Obwohl, Drillinge sind auch selten und die hatten wir schon oft. Ne, die haben zwei verschiedene Farbe, das waren keine. Nein, ich meine von der Seltenheit. Ja. Noch, ja, fünf Fünf. Schüsse. Ne, 6 Schuss. Also jetzt noch 4. Müsste jetzt. Ja, Ist frei? ist frei, aber ich erkenne die Bienenlade von hier oben nicht. Oi. Ich erkenne die. Ja, und wie? An und fertig. Ja, du bist der Meister, echt. Banzai. Nicht rumgurken und so, ne? Nee. Ja. Hast du das Insekten? Ach ja, hast du tatsächlich drauf gemacht. Ja. Oh, das Das war's. Dings, geh weg. Was? Komm mal her, kuscheln. Aha. Da Vollbart nehmen. So, haben wir das Haben abgehakt. wir das? Wie ihr seht, in meinem Inventar, wir haben ja hier rein zufällig gefunden. Ja, wirklich rein zufällig. Haben uns ausgeruht, hingestellt. Ich drehe mich so um und sehe, da ist doch eine Höhle. Und da haben wir mal reingeschaut. Wir gehen da noch mal kurz rein, euch das zeigen. Das ist ja direkt hier vorne. Also man erkennt. Also ein Stückchen weiter war das, ne? Ja, noch über diesen Berg drüber hier. Muss ich aber doch mal gucken. Diese beiden 84. Und 36, warte mal. 36 männlich und noch männlich 84. Ah, oh, So, schade. ich zeig mal auf der Karte. Wir sind hier oben. Ihr seht, wo ich rüber gucken, da sind die Seen. Und dahinter, wo der roten Agi hochfliegt, da ist so ein Dreieck. Und ein 33er Giga.
Aha, schwarz mit einem roten Bauch. Ja, die Falle ist ja schon da. Die brauchst du nur noch anziehen. Guck mal. Musst du nur ein Tor hinstellen. Tatsächlich! Brauchst du nur ein Tor hinstellen. Das ist günstig. Aha. Du hast zwei Raptoren. Ja, vier Stück, glaube ich. So. Kann man jetzt in Ruhe moderieren hier? Hier ist der Eingang. Das ist ziemlich, ja, 32,50. Und easy guck von außen, weil Ja, ich warte draußen. es ist völlig gegnerlos. Und er ist ganz in die Ecke. Also wir haben es nur mit dem Agi gemacht. Wenn man schön auf die Seiten landet, dann kriegt man den auch locker. Ja, das war ein pures Zufall. Aber wir haben den, ja, gefunden. Jetzt hat Isi noch eine Sache gesehen. Und zwar, wow, ich reinfliegen. Der ist ein Giga und eine Ruine. Jetzt ist die Frage, kann die Ruine den wirklich aufhalten? Ja, pfuh. Ich kann ihn ja mal Man braucht theoretisch nur einen großen. ärgern. Ach, die willst du tatsächlich reinziehen? Mal versuchen, wie er sich so verhält. Kommt aber nicht. Doch, ich. Er kommt. Und? Kommt er die Kante nicht hoch? Doch, er ist drin. Aua. Aber Er sitzt drin. der bleibt drin. Da muss man nur ein Dino-Tor bauen. Ja, hast du Bock? Ey, wir haben nichts dabei zum Betäuben, Ach nichts. jo, stimmt, da braucht man. Hast du Ich Bock habe jetzt gar davon? nicht drüber nachgedacht. Der braucht ja so eine besondere Aber wenn es hier seine Behandlung. Ecke ist, Ja. oh, das ist ein schön. Ja, So, ja. Biene haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch Megatherium-Pärchen. Wo fliegst du? Ach, dahin. Hier und da, ich sehe dich, ich komme. Oh, das ist so toll mit deinem pinken, den finde ich überall. Aber wir haben die Biene überall gesucht. Ab jetzt finden wir bestimmt alle naselang eine. Ja, bestimmt. Nach Hause fliegen, ne? Dass die Biene schon mal arbeiten kann. Oder gucken wir mal, vielleicht kriegen wir genug Betäubungsmittel. Für was? Ja, für den Kanu. Du willst den Ja, für doch den haben. Giga. Ja, wenn es schon so billig da steht. So billig das steht. Ey, so Aber eine. den Sattel kriegst du aber erst mit irgendwas in die 90, ne? Also ich würde mich lieber auf was anderes konzentrieren. Auf was anderes konzentrieren. Ja. Willst du lieber anfangen mit deinem Megatigern-Zug? Richtig.
Die Dinos müssen auch ausgebrütet werden. Aber wir bringen die Biene nach Hause, dass sie schon mal arbeiten kann. Megatherium ist ja mehr Redwood, ne? Ja, richtig. Da schauen wir mal. Wo ist denn die Biene hin? Einfach so? Ich habe mich auch schon überlegt, wo wir die wohl hinstellen. Sonst war die früher so immer ins Gewächshaus, ne? Oder ein extra Bienenhaus hast du gebaut. Stimmt. Kannst du auch einfach so hinstellen. Ja, die kann man erstmal so hinstellen. Wir können kannst später, du jederzeit wieder abbauen. Wir können später dann. Hauptsache der Honig läuft erstmal. Wir haben ja das Boot schon mal nach Hause gebracht. Für sich wollte ich das in der Aufnahme machen. Ja. Mikrofon war an. Tonaufnahme war an. Aber eine Kleinigkeit vergessen. Die Aufnahme zu starten. Tja. Jeder darf mal abrutschen. Ja, klar. Da war Izzy wortwörtlich elektrisiert. Ja, ich bin ins Wasser geflogen, schon wieder. Und direkt auf zwei Quallen drauf. Hab's aber überlebt. Ja, ich werde es wohl nie lernen, dass man auf dem fahrenden Boot nicht springen soll. Meinst du, das wirst du nie lernen? Ja, das ist jetzt schon das dritte Mal passiert oder so in kurzer Zeit. Ja. Vielleicht musst du einmal sterben. Ach so. Harte Lektion. Also ich glaube, wir haben viel zu viele leuchtende Tiere mit. Gott. Sieht aus wie ein Disco-Palast. Also, das ist ja richtig taghell da drin. Ihr wir haben es ja aber nicht übertrieben mit Fetter, Light und Bird. Nein. Ach, dass die Tiere immer noch alle hier so rumstehen, ne? Ist auch nicht so meins. Wollen wir die Biene mal so ein bisschen abseits hinstellen, ne? Naja, du kannst ja da dran vorbeilaufen, ohne dass dir was getan wird. Nee, aber nee, so dass du dran kommst. So, aber hier bei dem Eingang hier, so schön. Schön hier auf dem kleinen Plateau, guck mal. Teile waren inzwischen die Sachen. Bauplan, Waffen. Ja, guck mal. Aha, schönes Plätzchen. Blümchen, also den Rest, was ich noch habe. Hallo. Hallo. So. Ach, klar sind die da unten. So, da ich kein Obsidian mehr habe, muss ich das Artefakt erstmal in den Schrank räumen. Obsidian? Ich habe Obsidian. Irgendwo Werkbank oder Fabrikator. Kann ich nehmen? Ja, ich habe doch was mitgenommen von der alten Hütte. Mhm.
können wir den ja aufstellen. Super. Na? Ist doch. Das ist schöner Platz, wirklich. Wie gemacht für. Da haben die ein bisschen Schatten vom Baum. Und jetzt wenigstens mal ein Ausgang, der mehr oder weniger markiert ist. So, es wird gleich dunkel. Ach nee, es ist 10 Uhr morgens. So. Das Gili-Zeug kann wieder. Brauche ich dich? Ja, ich habe auch einen auf die Mütze bekommen, ne? Auf die Suche nach die Biene waren wir mal kurz in Aborigine-Höhle, weil ich hatte welche gesehen. Und Isi hat einen Alpha-Kakino entdeckt. Mhm. Das ist, und sag auch noch, die beiden Agis schaffen das. Schaffen sie auch. Die Agis ja, aber es ist nicht für mich. Für mich ist es nicht gut ausgegangen. Wir haben keine Erfahrung mit Kakinos, also so gar nicht. Und die können einen in die Zange nehmen und vom Vogel holen. Und das ist passiert. Genau. Aber Alpha trotzdem tot. Ja, aber ohne mich. Mhm. So. So. Ich habe noch ein paar. Das ist ein Trophäe, ne? Zum Aufhängen. Ja, kann ich irgendwo an die Wand nageln. Muss ich mal so ein Trophäendings. Packe ich im Trophäeschrank. Mhm. Ach, da ist ja schon eins drin. Sowas gehört immer in die Werkstatt oder so. Hast du was schon gelernt? Halterung für Trophäen? Sieht nicht so aus. Trophäehalterung? Nein. So. Mein zweite Agi auspacken. Wenn man sparen will an Futtertrog, ne? Da steht alles aufeinander. Dann mal so eine schnelle Falle bauen. Ja, da müssen wir aber bestimmt irgendwas farmen. Also. Was willst du denn farmen? Ja, ich weiß nicht, ist von allem irgendwie so wenig da. Ist genug Stein, ist genug Holz und ist genug Faser. Standardfall, 4 Foundation. 16 Wände. Ist ja schon fertig. Nein. Oh. Level. Und 4 Rampe.
Ich muss noch Narkose-Munition machen. Habe ich aber noch nicht gelernt. Was fehlt denn für die Bitterbeule? Metall. Muss man mit der nachschmelzen langsam. Ja. Aber Metall, heute kommst du noch hin, oder? Ja, heute komme ich noch hin. Das mache ich dann mal, wenn ich alleine spiele, so Sachen, Gleisaufgaben. Da ist doch meine Fackel, guck mal. Was suchst du? Ich habe meine Fackel letztes Mal im Werkbank reingetan, weil du musstest die reparieren. Das kannst du aber bei dir reparieren. Ich habe nur das Zeugs nicht dazu. Da ist Fasastroh Feuerstein in der Werkbank. Dauert es noch länger bei dir? Ja, gut. Stein. Narkosemittel, hast du welche noch gemacht? Ja. Kommen wir mit 46 Schuss hin? Betäubungsfall? Ja, sicher. Ich habe ja noch die Darts. Ich wäre... Nochmal genau, wir gehen jetzt auf Megatheriumsuche. Hast du doch gesagt. Ja, nee, ich muss nur das richtige Zeugs mitnehmen, deswegen. Ach so, ja sicher, du wolltest Kibbel mitnehmen, ne? Ja, und Romatten auch. Kibbel, Romat. Ach so, warte mal, das Fleisch müsste fertig sein hier. Ach was. Die gute Ausfrau. So, und das Filet muss hier rein, es muss durchräuchern. So nämlich. Okay. Die Decke sind undicht. Es fließt Wasser runter. Da fließt Wasser runter? Ja. So, ich habe alles. Losgehen. Kann losgehen. Pfeif dein Vogel auf neutral. Ja. Volovia. Nicht pfeifen hier, ne? Ich hab's nur kontrolliert. Ich habe gar nichts gemacht. Meine ist auf neutral. Ja, ich hatte bei den Bienen auch wieder auf passiv gesetzt. Da fliegen wir mal da hoch und gucken wir. Schauen wir mal, was da rumläuft. Und schön Augen auf die Bäume, ne? Mhm. Ja, die wär's lieber ein Tüler, ne? Natürlich hätte ich lieber. Den will ich so immer haben. Immer, immer. Ja. Ich habe schon drei gefunden. 2 12er und ein 15er. Die wollte ich nicht. So weit geht's dann doch nicht. Das ist ein bisschen low, ne? Ja. Aber einen Tüler kannst du, wie ich schon sagte, ab 50 kannst du den locker mitnehmen. Hm. Weil bei uns ist ja eh 90, ist da oben eine Ruine, eine Burg. Ist haben wir schon Burg? Gesehen? Oh, gut, da haben wir schon an, die haben wir schon angeschaut, das stimmt. Nein, ich nicht. Hier oben war ich noch nie. Ja, ich kenne die schon. Guck mal, meine Katze ist ja noch jungfräulich. Ist aber eine Riesenanlage. Hübsch gemacht. Der Innenhof und so.
große Türme. Ja, das ist aber ziemlich sportlich, das zu sanieren. Und da geht es noch eine Brücke, die weitergeht, ne? Ja. Und das hier geht ja wegzuräumen, ne? Dieser Haufen. Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Nee, doch nicht. Schade. Ja, so Freunde. Wir machen für heute Schluss. Wir suchen, was wir brauchen. Und wenn wir es gefunden haben, dann nehmen wir euch wieder rein. Wenn wir dann die Aufnahme anmachen. Wenn wir die Aufnahme starten. Ja, denke ich dran. Versprochen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.